Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, Drucksache 19-3275, und erteile Herrn Staatsminister Grüttner zur Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf soll die staatsvertragliche Absicherung der Anerkennung der Prüfstellen nach § 6 Rohrfernleitungsverordnung durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik sowie einige redaktionelle Anpassungen an den aktuellen Rechtsrahmen angestrebt werden. Wir haben in Hessen ca. 50 Rohrfernleitungen, die dienen dem kontinuierlichen Transport von flüssigen und gasförmigen Medien in großen Mengen. Und gemäß der Rohrfernleitungsverordnung bedürfen Prüfstellen für Rohrfernleitungen einer behördlichen Anerkennung. Diese gilt bundesweit, ist allerdings Länderaufgabe. Und durch die Aufgabenübertragung an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik kann eine kompetente, effiziente und einheitliche Durchführung der Anerkennung und Überwachung der Prüfstellen gewährleistet werden. Die Zentralstelle arbeitet bereits seit vielen Jahren im Bereich der Zulassung und Benennung der über zugelassenen Überwachungsstellen im Bereich des Produktsicherheitsrechts der Länder. Durch die Aufgabenübertragung muss das Land Hessen keine eigenen Kapazitäten vorhalten. Die Zentralstelle kann die Aufgabe mit weniger Zeit- und Personalaufwand bewältigen, und sie gewährleistet letztendlich einen einheitlichen Qualitätsstandard. Die Landesregierung bittet um Zustimmung zu dem vorgelegten Gesetzentwurf. Danke, Herr Grüttner, für die Einbringung. Als Erstes hat sich Frau Bächle-Scholz, CDU-Fraktion, zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kollegen und Kolleginnen! Wir haben gehört, dass die Landesregierung mit dem Gesetzentwurf die Zielsetzung einer staatsverträglichen Absicherung der Anerkennung von Prüfstellen gemäß § 6 Rohrfernleitungsverordnung durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik, kurz ZLS, verfolgt. Dies soll erreicht werden lediglich durch eine redaktionelle Anpassung an den aktuellen Rechtsrahmen, nämlich an das seit bereits 1. Dezember 2011 geltende Produktsicherheitsgesetz für die Rechtsgrundlage für die Anerkennung von Prüfstellen. Dies ist das sogenannte Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die hierauf erlassene Rohrfernleitungsverordnung. In dem Gesetz geht es insofern um die Sicherheit der Bürger und den Bereich der Arbeitssicherheit. Daher ist auch nicht das Umweltministerium tätig, wie man bei dem Wort Rohrfernleitungsverordnung vermuten könnte, sondern das Ministerium für Soziales und Integration. Für die Änderung im Gesetz ist ausschlaggebend zum einen, dass die etwa, wir haben gehört, rund 50 Rohrfernleitungen in Hessen dem kontinuierlichen Transport von flüssigen, gasförmigen Medien, also Gefahrenstoffen, in großer Menge dienen. Sie werden wiederkehrend durch Sachverständige zur Vermeidung von Gefährdungen für Mensch und Umwelt überprüft. Gemäß jetzt der Rohrfernleitungsverordnung bedürfen die Prüfstellen für Rohrfernleitungen einer behördlichen Anerkennung. Und diese gilt bundesweit und ist daher auch Länderaufgabe. Durch die Aufgabenübertragung der Rohrfernleitungen an die ZLS ist eine, wir haben es durch den Minister bereits gehört, effiziente und einheitliche Durchführung der Anerkennung und Überwachung dieser Prüfstellen gewährleistet. Auch hat zweitens die ZLS bereits seit vielen Jahren die Zulassung und Benennung von zugelassenen Überwachungsstellen im Bereich der Produktsicherheit für die Leitungen übernommen. Die erfolgten Änderungen im Aufgabenzuschnitt der ZLS müssen nun letztendlich in den Staatsvertrag übernommen werden. Dafür haben die Fachministerkonferenzen die Voraussetzungen für
Übertragungen der Prüfaufgabe im Rohrfernleitungswesen bereits geschaffen. Auch wurde hier bereits das Abkommen zur Änderung des Staatsvertrages durch die Repräsentanten der Länder im Umlauffahren unterzeichnet. Wir als hessisches Gremium sind insofern zuständig, dass der Artikel 103 Absatz 2 der Verfassung des Landes Hessen bei Änderungen des Staatsvertrages die Zustimmung des Landtags bedarf. Ich kann Ihnen sagen, kurz zusammengefasst, die CDU wird dieser Gesetzesänderung zustimmen. Vielen Dank. Danke, Frau Bächle-Scholz. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Merz das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zum Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik hat in der SPD-Fraktion hektische Betriebsamkeit ausgelöst, was die Frage der Prüfung der Zuständigkeit angeht, und andererseits tiefes Nachdenken, was die Prüfung der Materie selber angeht. Ich kann Ihnen zum Ersten sagen, was die Zuständigkeit angeht. Nachdem wir ja zur Kenntnis genommen hatten, dass der Sozialminister zuständig ist, war die Ressortierung klar. Und im Gegensatz zur CDU-Fraktion haben wir uns entschlossen, angesichts der Bedeutung des Gegenstandes, so viel als Vorgriff schon einmal zum Inhalt, die Sache zur Chefsache zu erklären. Deswegen stehe ich jetzt hier in meiner Eigenschaft als Rohrfernleitungspolitischer Sprecher meiner Fraktion. So viel dazu. Jetzt zum Inhalt der Angelegenheit selber. Nach ausführlichem Studium der Materie und des vorgelegten Gesetzentwurfs haben wir festgestellt, dass es sich hier um eine hochkomplexe, hochgradig vernetzte, man könnte sogar sagen, es handelt sich um ein System kommunizierender Rohrfernleitungen, wo die Leitungen auf der vertikalen zwischen Europa, Bund und Ländern und auf der horizontalen zwischen der Umweltministerkonferenz und der Arbeits- und Sozialministerkonferenz hin und her laufen und die Ströme noch nicht so ganz genau vorherberechenbar sind, weswegen die Frage der Sicherheitsprüfung offensichtlich auch eine besonders bedeutsame ist. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren. Auch nach mehrmaliger intensiver Prüfung dieses Gesetzentwurfs haben wir keinen Vorwand gefunden, ihm nicht zuzustimmen. Deswegen werden wir ihm jetzt zustimmen, sehen aber der weiteren Beratung im Ausschuss mit großer Ungeduld entgegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Merz. Mit genauso großer Ungeduld erteile ich Herrn Bocklet für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gehöre jetzt im 10. Jahr dem Hessischen Landtag an, und ich bin sicher, diese Rede wird eine der bedeutendsten sein meiner sozialpolitischen Beschäftigung. Es wird unterstrichen und betont noch einmal, was auch der Abg. Merz gesagt hat. Allein der Titel dieses Gesetzes unterstreicht die Bedeutung. Ich glaube auch, dass es die Fernleitungsrohre in der Tat eine sehr verbindende Wirkung haben sollten. Sie haben sie auch schon, indem die Opposition sich heute weigert, dagegen zu stimmen. Sie könnten ja auch einmal hier Ihre eigenen Positionen klarlegen, Herr Merz und die SPD. Und wir müssen feststellen, selbst in diesem entscheidenden sozialpolitischen Herausforderung gelingt es der SPD nicht, eigene Entwürfe vorzulegen. Ja. Ist das nicht so? Ich habe zu meinen Kollegen gesagt, wir regieren jetzt hier zwei Jahre schwarz-grün, und von der SPD kommt nie etwas. Selbst bei den Fernrohrleitungen schaffen Sie es nicht, eigene Konzepte vorzulegen. So kommen Sie nicht aus dem Umfragetief heraus. Ich wollte aber in der Tat, da auch das Fußballspiel der Landtagself wartet, meine Redezeit nicht über Gebühr strapazieren. Wir finden ein weiteres Mal, dass die Landesregierung sich selbst übertroffen hat. Auch bei der Anpassung dieses Gesetzes. Wir finden überhaupt keinerlei Fehler. Ein weiteres Mal, Herr Grüttner. Böse Zungen würden sagen, wie konnte das passieren? Aber in der Tat, nein, das ist eine gute, notwendige Anpassung. Wir wünschen uns natürlich gute Beratung und eine allseitige Zustimmung. Herr Bocklet, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schaus. Von Herrn Schaus, ja, bitte.
Herr Bocklet, sind Sie mit mir der Meinung, dass bei einem solch umfangreich verbindenden und komplexen Thema unbedingt eine umfangreiche Anhörung auch durchgeführt werden muss im Ausschuss? Und Herr Schaus, wo Sie es gerade ansprechen, wir sollten auch darauf achten, dass die Gewerkschaften, und zwar in allen Teilen, beteiligt werden. Und gerade aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und was man überhaupt nicht vernachlässigen sollte, gerade aus Sicht der Linkspartei, wie verhält sich eigentlich die Beziehung zwischen Hartz IV und dem Rohrleitungsnetz? Solange die Linkspartei darauf keine Antworten hat, brauchen Sie gar nicht mehr hier ans Rednerpult zu treten, weil Hartz IV ist entscheidend wichtig, immer. Für Sie zumindest und deswegen auch in diesem Zusammenhang. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Ihren Redebeitrag. Wir haben für alles Experten. Danke, Herr Bocklet. Wir sind am Ende der ersten Lesung angelangt, stimmen jetzt nicht ab zu Ihrer aller Enttäuschung, sondern überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache 19/3275 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA.